Und somit herzlich willkommen zum nächsten Mod-Vorstellung hier in Sachsen Let's Player. Wir gucken uns den Krüger Muck 303 an. Mit 30 Euro Unterhaltskosten pro Tag, 30.900 Euro einmalige Anschaffungskosten und einem Ladevolumen von 30.000 Litern. Beladbar mit Weizen, Gerste, Raps, Mais, Zuckerrüben, Erdäppeln, Maishäcksel, Mist, Gras, Heu, Stroh, Silage und Mischfutter, also Multi. Modell Giants Umbau und Skin bei Hoshi 97 Credits Giants 777B. Okay. Und Manuel Leitner. So. Modell und Textur. Ja, wir haben hier wieder diese diesen Militär-Skin in dem Sinne. Wie schon passend hier zu den Deutz, der da umgeskinnt worden ist und so weiter und so fort, haben wir das jetzt auch hier an den Anhängern. Wie gesagt, ich finde den Skin einfach nur so geil und deswegen stelle ich es auch noch vor, bevor jetzt wieder kommen, da ist doch nichts weiter. Es sieht aber einfach geil aus. Somit gibt es hier auch nichts dran auszusetzen. Alleine die Räder wurden hier so noch mit angepasst. Wunderbare, geile Sache. 5 von 5 Sternen für Modell und Textur. Ja, die Funktionen. Wir haben ein Lichtgrip mit verbaut. Was gerade man noch nicht so ganz will, aus meines Erachtens nach. Ah, jetzt. Numpad 2, Numpad 1 und Numpad Nummer 3. Und ja, auch im Innenbereich ist alles umgeskinnt. Also es ist nicht nur außen, sondern auch innen. Hat auch wieder Partikelsystem und Reifenpartikel und so weiter und so fort. Alles mit dabei. Ich würde sagen, beladen wir es mal mit Mais. Um zu sehen, dass es auch in den 30.000 Litern klappt. Ich kann mich immer noch, ey, der Motorsound ist einfach nur geil von der Maschine. So, dauert ein bisschen. Ach, ich habe nur 17.000 Mais drin, aber man sieht 57%. Kann man sich jetzt noch den restlichen Prozent ausrechnen. Passt also auch exakt. So, geben wir mal Gas, wenn ich mal hier die W-Taste treffen würde. So, und dann kippen wir das Ganze auch mal aus. Wird nach hinten ausgekippt, wird so selbst hochgeklappt, Klappe nach unten, Partikelsystem, sieht wunderbar aus, lädt end relativ schnell aus, wunderbare Sache, somit gibt es da auch nichts zu meckern. Und Rundumleuchter haben wir unten ebenfalls noch am Hänger dran. Somit gibt es auch für Funktionalität 5 von 5 Sternen. Der Lok ist soweit auch komplett fehlerfrei, schöne Sache, 5 von 5 Sternen für Lokfehlerfreiheit. Meine persönliche Meinung, ja, was soll man hier dagegen sagen, Leute? Es sieht einfach nur geil aus und ja, jeder, wie gesagt, der Fan davon ist, wird sich das, denke ich mal, ebenfalls auch runterladen. Somit gibt es auch für persönliche Meinung 5 von 5 Sternen. Somit kommen wir auf ein Gesamtergebnis von 20 von 20 Punkten. Das Ganze durch 4 sind 5, also eine Gesamtbewertung von 5 von 5 Sternen. In dem Sinne, wollt ihr euch den Mod downloaden? Gib Ruhe, du an! Link in der Videobeschreibung beim Modder bedanken bzw. Verbesserungsvorschläge für die V2, 3 oder was weiß ich da lassen. In dem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Haut rein!